Hey Leute, was geht ab? Lucky Loot ist wieder am Start und es gibt heute Positives und Negatives aus dem Hause Rockstar. Das vor kurzem erschienene Independence Day DLC wird in Kürze gelöscht. Naja, nicht ganz Achterbahn, Riesenrad, als auch die 17 neuen Jobs bleiben vorerst. Ihr solltet also schnell die Möglichkeit nutzen, um euch alle Inhalte des DLCs zu kaufen, zu testen, wie zum Beispiel den Liberator Monster Truck, das Virgin Motorrad oder auch die ganzen Feuerwerkskörper. Warum, weshalb, wieso auch immer, oder auf gut Deutsch gesagt, weshalb Rockstar so blöd ist, weiß ich auch nicht, aber im Grunde ist es eigentlich Beschiss an den Spielern, denn immerhin habe ich zum Beispiel über 1 Million $ für diesen ganzen Spaß ausgegeben. Gefällt mir nicht, ich will mein Geld zurück. Also haltet euch ran, Leute, macht Los Santos mit dem Independence Day DLC noch etwas unsicher, solange es geht. Im Zuge dessen soll auch der DLC 1.16 erscheinen. Hierzu ist allerdings noch nicht so viel bekannt, außer dass dieser schon in wenigen Tagen erscheinen wird. Womöglich soll ein Casino hinzukommen und ich könnte mir vorstellen, dass es wieder mal ein paar neue Autos gibt. Naja, wir werden sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mordsmäßig über eine positive Bewertung freuen. Wer jetzt Bock hat auf ein paar Glitches, kann gerne mal hier links klicken. Bis die Tage, over and out.